Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009. Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009 in Berlin. Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009 in Berlin. Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009. Wir sind jetzt hier in den heiligen Hallen bzw. eher ein Zelt von Canon und hier wird die brandneue 7D vorgestellt, die EOS 7D, eine ganz spezielle Spiegelreflexkamera. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir den Fotografen, den People-Star-Fotografen Herrn Ralf Bauer fragen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihn stören können. Guten Tag, Herr Bauer. Hallo. Sie sind People-Fotograf und Sie arbeiten hier bereits jetzt mit der 7D, die erst im Oktober auf den Markt kommt. Ja, es ist immer eine besondere Ehre, der Erste zu sein, der mit der Kamera wirklich arbeitet. Und ich muss sagen, Canon hat es wieder geschafft, mich doch sehr positiv zu überraschen. Kameras gibt es bei Canon ja sehr, sehr viele. Was ist das Besondere an dieser Kamera? Tja, ist schwer, an einem Punkt das Ganze festzumachen. Also, es ist schön zu sagen, vielleicht ist es wirklich eine sehr kompromisslose Kamera, weil sie kann eigentlich so alles, was man sich wünscht. Das heißt, sie hat eine sehr hohe Auflösung, sprich wir drucken ja nun auch sehr große Bilder, können wir uns ja gleich mal angucken. Sie ist aber trotzdem extrem schnell, vielleicht hört man es ja, klingt eher so einer Schreibmaschine. Ja, in der Tat. Egal, ob ich jetzt Architektur mache, große Auflösung brauche oder ob ich eine Sportgeschichte mache, diese Kamera ist, macht einen eigentlich restlos glücklich. Okay, was für Bilder haben Sie jetzt hier produziert? Wo lag jetzt Ihr Fokus? Ja, was wir hier machen ist im Prinzip, wir machen erstmal Modelfotos, werden auch zwischendurch immer mal wieder Publikum fotografieren. Also ich fotografiere auch immer gerne wieder ganz normale Menschen, weil es natürlich eine ganz andere Herausforderung ist wie so ein schönes Model. Da kann ja letztendlich jeder ein schönes Foto machen. Und zeigen den Leuten quasi, wie wir ja auch hier quasi vom Fotografieren zum fertigen Bild kommen. Okay, dann schauen wir uns mal etwas an. So, nun haben wir hier mal ein ausgedrucktes Bild von Dwina, von dem Model. Es ist unglaublich, in welcher Qualität. Sind Sie auch von dieser Qualität beeindruckt? Ja, ist immer wieder schön. Also hohe Qualität liefern wir ja schon relativ lange. Auch die digitale Fotografie hat ja enorme Schritte getan. Was aber erstaunlich ist, ist, in welchen Preisklassen wir mittlerweile diese Qualität bekommen. Hier haben wir eine Kamera, die ist unverbindliche Preisempfehlung von 16,49 €. Und vor 2 Jahren habe ich eine Kamera für 8.000 Euro gekauft, die diese Qualität geliefert hat. Also das ist schon, es wird für den quasi normalen Fotografen, auch für den, der nicht ein Ärztehonorar zur Verfügung hat, Entschuldigung, liebe Ärzte, immer interessanter, auch digital zu arbeiten. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt angucken, ich meine, wir haben ja hier noch nicht mal Bildbearbeitung. Das wollte ich gerade fragen. Also ist gar keine Bildbearbeitung gemacht worden jetzt, weil ich sage mal, die meiste Arbeit ist ja meistens die Post-Production. Bevor das Bild dann halt mit Photoshop fertig ist. Es passiert natürlich viel hinten dran in Photoshop. Jeder oder viele Leute, die da interessiert sind, machen da sehr viel. Allerdings, ich sage immer, ich brauche auch erstmal guten Input. Auch, was man auch immer nicht vergessen darf, auch was vor der Linse passiert, ist wichtig. Und dementsprechend benutze ich dann mein Werkzeug, die Kamera. Ich als Profi, für mich ist das Kamera die Werkzeug, das Werkzeug. Das Bild entsteht im Kopf und wird dann mit dem Werkzeug umgesetzt. Und da ist natürlich schön, wenn wir eine haben, die wir uns für jede Aufgabe zurechtschneidern können. Okay, eine Frage an das Model. Vielen Dank, dass Sie uns, sich auch für uns Zeit genommen haben. Die Bilder sehen so aus, als ob Sie das nicht zum ersten Mal machen. In welcher Richtung modeln Sie? Mit welchen sind das mehr, dass Sie das Face auf einem Produkt sind? Oder was für Erfahrungen haben Sie gemacht? Also ich mache das jetzt seit 2005, nebenberuflich leider nur. Und meine Schwerpunkte liegen im Porträt.
Fashion und Unterwäsche. Mhm. So, nun wollen wir noch mal sehen, wie die Kamera, die Canon EOS 7D im Einsatz ist. Herr Bauer, was werden Sie jetzt produzieren? Also gehen wir mal auf die hohe Geschwindigkeit der Kamera. Vielleicht hören wir das ja hier. Ja, geht schon relativ gut ab. Jetzt wird es ein bisschen viel. Wir müssen überlegen, wir haben auch eben, glaube ich, bestimmt so 300-400 MB produziert. Okay, also jetzt sehen wir halt die Stärke jetzt, dieser Kamera, dass sie sehr schnell ist. Jetzt wenden wir das mal an Sport, haben wir jetzt natürlich hier keine Situation, also Fußballspiel oder so findet jetzt nicht statt. Wir lassen jetzt einfach mal die Dvinia ein bisschen springen und dann kann ich die Serienfunktion benutzen. Ich werde das auch hier mit dem schönen Tageslicht, was wir im Canon-Zelt haben, benutzen und mache das jetzt mal. Ich werde ihr also ein Kommando geben, richte das ein und dann machen wir eine ganze Sequenz. Gut, das schauen wir uns jetzt an. Jetzt laufe ich mal aus dem Bild raus. Okay, super. Können wir andere Stärken diese Kamera auch in Szene setzen? Ja, das können wir durchaus machen. Wollen wir vielleicht mal vor dem Zelt schauen? Wir haben ja heute Glück, dass ein sehr schönes Wetter ist, dass wir die Kamera noch mal im Einsatz sehen können. Machen wir doch mal eine Art Architekturaufnahme. Hey, hört sich gut an. Wir sehen uns gleich. Gut, nun sind wir jetzt hier außerhalb des Canon-Zeltes. Es ist ein wunderbares, schönes Wetter am ersten IFA-Tag. Und nun wird der Fotograf, der Herr Bauer, uns gleich noch einmal zeigen, wie er die EOS 7D im Einsatz hat in der Architekturfotografie. Herr Bauer, was werden wir jetzt als nächstes erleben? Ja, ein ganz tolles Feature der Kamera. Wir haben nämlich eine 3D-Wasserwaage in der Kamera. Die hilft mir, bei sowas die Kamera auszurichten. Früher habe ich eine Libelle gehabt, die ich oben drauf gesteckt habe. Heute ist das eigentlich sehr schön. Ich habe es immer dabei. Ich kann es nicht vergessen. Und Fotografen sind manchmal sehr vergesslich. Und dann kriegen die Assistenten immer einen ab. Aber hier, ich kann jetzt hingehen, kann mir das schön einrichten. Was für ein Objektiv verwenden Sie hierfür? Ah, das ist auch, es ist keine absolute Messeneuigkeit, aber wir haben hier das 17 mm Tilt-Shift. Richte mir die Kamera ein, habe die Möglichkeit, nach oben und unten fotografieren, ohne die Kamera zu verschwenken. Da geht es um die stürzenden Linien. Man muss sich das immer so vorstellen, ein Hochhaus ist gerade. Aber wenn ich jetzt von unten nach oben fotografiere, sieht es so aus. Und so fotografiere ich mit der Kamera nach oben, indem ich das Objektiv verstelle und habe keine stürzenden Linien mehr. Das ist das, was der Architekturfotograf früher mit einer sehr großen technischen Kamera gemacht hat. Klasse, jetzt sind wir von der Reportage gleich schon zum Tutorial gekommen. Weiter so, sehr gut. Genau. Also jetzt werden wir sehen, wie Sie hiermit die Architekturfotografie, dieses Zelt und das Szenario von Canon aufnehmen. Genau. Okay. So, ich kann jetzt anhand der Wasserwaage, das ist eine 3D-Wasserwaage, einstellen. Okay, jetzt ist in der Richtung gerade, wenn wir es gleich ganz grün haben. Ja, nach unten geneigt, so. Na, haben wir jetzt leider keinen 3D-Neiger, der in der Architektur immer schöner ist. Da geht sie aus. Heutzutage Energiesparen, immer ein Thema. So, wieder ein bisschen hoch. Gut, fixieren, gut ist. Schön ist, können wir gleich auch noch erzählen, Live-View. Kann mir das Bild jetzt auch hier direkt angucken. Jetzt sieht man auch mal, wie das ist. Ich verändere also nichts an der Kamera. Kann aber nach unten fotografieren und kann nach oben fotografieren. Zauberei. Super, Herr Bauer, das haben Sie uns klasse erklärt. Jetzt wissen wir eine ganze Menge schon über die Canon EOS 7D, bevor sie auf den Markt kommt. Im Oktober soll sie auf den Markt kommen. Okay, vielen Dank, Herr Bauer. So, jetzt haben Sie auch noch zusätzlich gelernt. Demnächst können Sie mit Herrn Bauer auch noch singsen. Das ist ein nächstes Feature und da aufpassen, wann die Workshops dort veröffentlicht werden. Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009 in Berlin.